Wer kennt sie nicht? Sie seltsam in Lila. Als ich die ersten paar Male was gekauft habe, da kannte ich ja auch noch niemanden. Ne? Man muss halt da in München auch schauen, wie kriege ich da jetzt was, als die erste Connection weggefallen ist. Ja, dann sind wir mal in München-Schwabing und in der Münchner Freiheit gewesen. Und da haben wir uns dann mit so einem Hippie-Typen getroffen. Nee, nicht in der Münchner Freiheit. An der Gisela-Straße haben wir uns mit dem getroffen. Genau, er ist vom Englischen Garten aus gekommen mit so einem Holland-Fahrrad. Hat eine Jeanshose angehabt mit einem Schlag unten, so eine Schlaghose. Mit, also so bis hier. Das ging da hier so hoch und dann ganz lange fettige Haare. Und dann gab er Bilderbuch. Hippie halt. Ja, dann treffen wir uns mit dem. Wir waren zu zweit, haben auch jeder ein Fahrrad gehabt. Und da meinte er, ja, also nur ab 50 Mark. Drunter gibt es nichts, brauchen wir gar nicht fragen. Und wir haben halt dann alles zusammen gereiht, was wir gehabt haben. Und dann haben wir denen 50 Mark gegeben. Und dann sagt er, ja, fahrt's mit. Und passt auf, dass man nicht verliert. Und dann schießt er plötzlich mit dem Fahrrad los auf die Hauptstraße da, die Leopoldstraße in München-Schwabing. Und dann fährt er da zwischen diese aufgebohrten Autos und die ganzen Poser mit seinem Fahrrad da durch und schießt da so quer rüber die ganze Zeit. Also richtig irre und sehr auffällig. Und wir mit unseren Fahrrädern so versucht, so unauffällig dem zu folgen. Und dann an der Münchner Freiheit eben, kommen wir an, dann drückt er uns eine 2,5 Gramm Hasch in die Hand und schießt wieder weiter. Keine Ahnung, was diese Aktion sollte. Wieso der da so rumgefahren ist wie ein Irrer, ob er das dort gebunkert gehabt hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Das war so das erste Erlebnis, aber mein Kumpel hat er die Anschrift gegeben. Hat er gemeint, wenn es aus ist, wenn wir was brauchen, können wir einfach vorbeikommen. So. Eine Woche später, das war ja fürs Wochenende, wollte man wieder was holen und dann hat man schon 100 Mark zusammen, weil das war ein echt schlechtes Zeug, was er gehabt hat. Und dann sind wir da hinten, das war in München-Schwabingen, ich weiß nicht mehr genau, ein Hinterhaus, was eh schon selten ist in München. Und dann war das total ein schäbiges Hinterhaus, runtergerockt bis zum Gehtnimmer. Und da haben lauter WGs drin gewohnt, das war in der Kommune, glaube ich. Also es war wirklich strange. Und dann sind wir da halt gestanden mit zwei kleinen Bubis, also mit 18, 19 Jahren. Und da voll die Hippie-Kommune, eine, die war voll komisch drauf, die wollte die ganze Zeit auch mal reinkommen und hat uns ausgefragt die ganze Zeit über ganz komische Sachen, noch komische Sachen erfragt, ja. So, weiß ich nicht, ob die noch ganz frisch im Kopf war, ob die hängen geblieben war, weiß ich echt nicht. Auf jeden Fall saßen wir da 2 Stunden und der Typ kam halt nicht und die haben uns aber immer gesagt, ja, da kommt er in 5 Minuten, in 5 Minuten ist er da. Und dann ist es immer gruseliger geworden, es war immer dunkler und ganz komische Leute waren da. Und dann haben wir uns da halt verpisst, ohne was zu kaufen, weil das war echt, ja, das war also sehr strange. Dann habe ich einen kennengelernt, weil das Ding ist ja, es ist halt ultra auffällig, wenn permanent Leute kommen und gehen und innerhalb 5 Minuten, man muss kurz kommen, was kaufen, wieder gehen, das ist sehr auffällig und das macht halt so gut wie keiner mit, der schon länger dabei ist. Ja. Weil du fällt die Nachbarn auf, fällt halt jedem auf. Und wenn man halt nur begrenzt die Anzahl an Leute reinlassen kann, sagt er, sagen sie halt dann immer, ja, sie sollen halt irgendwo anders warten. Und aber halt unauffällig. Ja, feiern wir unauffällig 2 Stunden in der Stadt.
eine Seitenstraße irgendwo, wo nicht so ein paar Hansel wohnen, weißt du? Wie sollst du denn noch für dich bleiben, wenn der anderthalbe Stunde bleiben muss? Also haben sie mit mir draufgenommen zu dem Typen. Da war es halt wirklich so, er spricht ihn nicht an, also er fragt dich was, ansonsten schauen wir am besten gar nicht erst an. Und hat so eine komischen Hinweise. Ich habe voll Herzklopfen gehabt, wenn wir da rein sind, ey, weil so ein ganz normaler Kerl halt, weißt du, gell? Dachte ich erst. Aber, ja, wir durften erst mit dem reden, als sein Lied zu Ende war. Er war da voll drin und hat Luftgitarre mitgespielt, Augen zu. Seine Freundin war da. Und als zu Ende war, dann, ja, in die Runde geschaut, ah, servus, so und so, so und so. Und was wollt ihr haben? Und dann ging es ganz schnell das Geschäft ab und dann kannst du dich in ein anderes Zimmer setzen und da einen rauchen. Und danach dann kannst du wieder gehen. Es war ultra krasses Zeug, aber der Kerl war halt echt strange drauf. Ja. Und irgendwie eignet man sich das dann ja auch an, wenn man selber dann verkauft hat und die Leute seine Regeln sagt, wie man es halt gerne möchte, dass passiert, damit halt das möglichst unauffällig ist. Ja. Ich mochte das nicht, wenn Leute bei mir vom Haus stehen oder im Hausgang, noch schlimmer, im Treppenhaus, wenn die da rumstehen und warten. Das kannst du bei Perlach machen, wenn ein Haus 8 Stockwerk hört oder so oder mehr. Da stört es nicht, aber nicht in einem 4-stöckigen Haus oder einem 3-stöckigen. Da ist es halt dann schon sehr auffällig. Ja. Da kriegst du die Nachbarn mit und wenn die Nachbarn uncool sind, dann war es das gleich. Ja. Und da hat es einmal einen gegeben, Anis hieß der. Das war mal ein Anhängsel von irgendjemandem in Rammersdorf schon. Und dann habe ich den einfach nicht mehr losgekriegt. Halt. Und immer wieder war der da und immer wieder ist er kommen. Und ja. Wahrscheinlich war es zu Hause bei dem Scheiße. Deswegen war er wieder bei uns. Es ist ja auch scheißegal. Auf alle Fälle war das dann auch so, dass ich zu dem auch gesagt habe, Alter, bring niemanden mit. Er wusste, dass ich nicht in der Perlach wohne, sondern in München-Schwabing. Also bring jemanden mit, wenn du was brauchst, kein Problem. Ruf vorher an, dann klären wir das, ob ich was hab. Und wenn ja, dann kommst du vorbei. Aber stell mal niemanden vor die Tür. Was macht er natürlich? Im Hausgang lässt er sich stehen. Und ich hab damals noch Zigaretten geraucht, ja, ich muss mal Kippen holen. Dann komische Ausflüchte, nein, und kannst du kurz warten? Oh, Alter. Du hast jetzt nicht wirklich jemanden da unten stehen. Ja, und tatsächlich war es so. Da standen zwei so Hamperer bei mir in dem Hausflur. Zigaretten war am Rauchen. Das ganze Treppenhaus hat gestunken. Und oben im 4. Stock hat schon eine runtergeschaut. Weißt du? Da frage ich mich, warum hat denn der das nicht verstanden? Hat der irgendwie... Ich weiß es nicht, oder die anderen waren so eine Arschlöcher. Nein, ich gebe dir das Geld dann nicht mit und dann warte ich da unten drin. Ich habe gesagt, Alter, egal wie geil du jetzt das Zeug findest und egal was du da zahlen willst danach, du brauchst nie wieder zu mir kommen. Und die anderen, ja, Stress haben sie, nö, mit euch rede ich überhaupt gar nicht, euch kenne ich gar nicht. Wenn einer von euch fasst mich an, gibt's Tote. Das ist mir scheißegal. Und dann hat er gleich, oh, alles, komm. Damals war ich noch verrückt, da habe ich halt auch ein Messer stecken gehabt. Heute nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr verrückt. Ich bin auch keiner mehr, der irgendjemandem was verkauft. Ja. Deswegen gibt's so Geschichten nicht mehr. Aber trotzdem habe ich das nicht verstanden. Weißt du? Und dann kam die Strafe natürlich auf den Fuß. In München ist es halt immer so gewesen, ab und zu mal gibt es halt nichts. Ja, da sind die Großen nicht da, die sind im Urlaub. Die Kleinen haben ihre Sachen aufgebraucht, verkauft und haben auch schon nichts mehr und warten halt auch, bis die endlich kommen. Oder bis halt irgendeiner wieder was hat. Und dann komme halt ich daher. Und mit mir nach. Keine Sau hat was. Und da steht ja schon der Anis. Und guckt, sieht mich, ja, grinst gleich, freut sich voll.
München nach Zeltrum von da angeschissen. Und hast du was? Ich schon? Und grinsen dreckig an den Knallrot die Augen. Du nicht, oder? Und fahr und lass ihn stehen. Und dann ist ihm langsam bewusst worden. Und dann lief er hinter mir her. Ernst, nee, komm. Sorry, damals, Entschuldigung. Ey, so einen Scheiß wollte ich doch da nicht mal hören. Ey. Oder? Ich meine, er riskiert da meine Freiheit in dem Augenblick, wenn er da mit zwei so Arschlöchern dran stellt. Mir wurscht, ob er die kennt oder nicht kennt oder wer das ist. Interessiert doch in dem Fall überhaupt gar nicht. Entweder vertrauen die dem oder sie vertrauen ihm nicht. Und das bedeutet, entweder sie kriegen was oder sie kriegen nichts. Aber man kann nicht einfach wegen so einem blöden Peace, ein Stück oder Cannabis ein Leben versauen, indem man hergeht und das halt einfach so riskiert. So ein Quatsch würde es alles gar nicht geben, wenn es legal wäre. Schluss mit Krimi. Cannabis normal.